Da mache ich hier mal noch ein bisschen Eisen. Weil ich will Marcel jetzt auch nicht unbedingt, ich will jetzt hier nicht unbedingt schon anfangen, während Marcel noch was macht. Ja, Eisen können wir noch machen. Ich mach noch ein bisschen was durchbraten hier. Ja, ich nehme halt weiter auf, was weißt du. Ja, mach du weiter. Also soll ich den Advanced Shunting Table schon kaufen? Den kannst du schon mal machen. Okay, gut. Ich dachte, das zeigen wir aber, okay. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Gold, 2 Obsidian. 2 Obsidian, okay. Challenge accepted. Du kannst mir mal Eimer geben, wenn du willst. Ja, warte hier. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wo Lava da unten. Ach doch, wie ist das? Einfach unten, nur... da ganz runter und dann links. Jetzt muss ich ganz runter laufen. Das hätte ich jetzt gemacht. Also, wenn die Folge wieder angegangen wäre. Weil du musst 4, warte mal, wie viel brauchst du jetzt? Was, wie. Ich baue nur einen. Ich baue nur einen. Hol dann noch, hol alle. Ja, weil wir brauchen 4 Obsidian noch. Ein Glasschwein. Oh mein Gott, was er macht hier. Das Loch muss ich hier zumachen. Da passiert noch was. Dann mache ich mal Netherbricks rein. Ich werde da fast reingesegelt. Das war nicht lustig. Das war nicht lustig, ne, ne? Ja, wenn man es nicht weiß, ne? Ja, echt lustig. Das ist echt lustig, ja. Ja, ja, er lacht wieder. Er ist ja nie in die Lava gefallen. Ich mache jetzt noch die 5 Eisen, dann mache ich weiter, ne? War das. Wir brauchen Eisen. Bei mir ist alles hart und unsensibel. Ne, das hört sich falsch an. Bitte was? Aber ernsthaft. Bei mir ist alles live und unzensiert. Naja, auch nicht so wirklich. Ich meine, ich habe ja auch schon geschnitten, aber ganz ehrlich, ich hätte mich da nur aufgeregt und das wollte ich nicht in die Folge, nee. Nee, nee, weil ihr sollt ja Spaß dran haben und nicht da meinen Ärger da irgendwie abbekommen. Das ist ja nicht der Sinn hinter der ganzen Sache. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das offscreen. Hab mich dann noch ein bisschen rumgeärgert, aber es hat ja im Endeffekt alles geklappt. Ach, hier geht's hoch. Siehst du, ich laufe immer wieder am Ausgang vorbei. Immer wieder. Ei, ei, ei. Was, Obsidian? Obsidian holst du ja gerade, ne? Also, ja. Gaza. Dann haben wir alles. Okay. Ich will da hoch. Dann mache ich jetzt weiter, ne? Ja, ich will aber da hoch. Ja, du kannst ja schon mal die Maschinen vorbereiten. Hast du schon einen Lava-Generator gemacht? Ich fang jetzt wieder an. Okay, dann. Okay. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Infinity. Let's Play! Du hast Lava geholt, ne? Ja, hab ich gerade eben frisch gecheatet. Dann schmeiß Wasser rein und dann... Man kann schon mal Glasscheiben machen. Ja, natürlich! Natürlich! Was hast du hier, Kevin? Ach, hast du unten? Ja. Krasser Shit hat er unten. Eine Dreierquelle, dass man das nochmal erlebt. Von mir, ne? Das ist. Ich mache ja sonst immer eine Viererquelle, weil die nie ausgeht. Wenn man nämlich da falsch klickt und das Wasser löscht, dann ist es weg. Ist mir noch nie passiert. Noch eins. Komm schon. Eins brauche ich für den Enchanting Table, den wollte ich gerade machen, aber ich musste Lava holen. So, hab alle. Ein Tank, jetzt habe ich 2 Tanks. Genau, das ist gut. Also genau, jetzt wollte ich den Lava-Generator bauen. Dafür brauchten wir einen Eisenblock, den wir nicht konnten. Aber es waren doch noch 2. Du musst die Lava auch reinschmeißen. Oh, und Furnace brauche ich noch. Machen wir das mal so. Das ist in der Kiste hier drüben. Ne, sie nicht. Zack. Jetzt. Und zack. So, hab Lava-Generator. Nice. Ja, dann kannst du ja... Hier ist ja Alloy-Smelter. Schon mal zap-zap-zap machen, ne? Haben wir noch Gold über? Ich bin sicher, du hast Gold. Dann mach mal, ergänz mal das Rezept zu Ende. So. Ne, irgendwas gehört oben noch hin. Ach nee, wir brauchen oben ein Buch. Habe ich die Bücher noch? Ja, hier oben sind noch Bücher. Nee, ich habe die Bücher noch. Okay, dann brauchen wir bloß, ich geh mal schnell, Liquids. Nee, wie heißen die Squids? Du? Hä? Ja, du brauchst ein Ding so dafür. Geschrieben mach mal Buch, das also Ding so zu. Mach mal das Ding zu, das Loch, weil hier oben sind.
Ja, trotzdem, die Creeper kommen, die sind gerade hinter mir her, die... Ja, aber die kommen ja nicht zurück. Also ich meine jetzt, ich geh erstmal schlafen. Ja, mach das. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. Wo ist die Erde? Geh weg. Nee, hier ist noch Erde. Mach dann zu, ne? Ja, ich brauche kurz einen Tintensack, weil man muss dafür so ein Schreibbuch machen. So, was wollten wir noch? Also wir haben das, das haben wir, jetzt brauchen wir noch die Pumpe. Okay, und die Musik muss ich auch irgendwann mal rausschmeißen. Ich muss meine ganze Playlist mal aktualisieren. Komm schon. Komm schon. Eine Pumpe. Jawohl. Pumpe? Ja. Ne, die Pumpe von BC Factory, ne? Oh, 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 ja, ja, ja. Oh, 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 das war knapp. Oh, da brauchen wir eine Eisen. Fast welche Erdrunge. Ja, wir haben keine Erdrunge. Eisen. Haben wir nicht? Doch, wir haben Eisen, aber ich meine halt. Eisen. Du meinst nicht so in der Form, wo man es braucht. Ja. Machst du noch einen Tank, okay. So, ich komm back mit Sach. Eisen, Eisenspitzhacke. Oh, da ist noch ein Enderman. Kopfhörer, Headphones. Hut, Headphones habe ich bekommen gerade. Puh, ja, man sieht, es ist schon ein ganz schönes Stückchen Arbeit. So, ich habe jetzt alles. Ich leg mich nicht mit dem Enderman an, ich guck extra auf den Boden, dass ich hab jetzt alles, Kevin. Ich hab jetzt eine Pumpe, Lava-Generator, Tanks. Und, da ist was explodiert. Musste ja passieren, musste ja passieren. Egal, nichts passiert, außer kaputt. Nichts passiert, außer kaputt. Ja, ein Glück, dass du den Ding zugebaut hast, Marcel. Da hättest du nämlich gerade Besuch von einem sehr verehrten Herrn Creeper-Mann bekommen. Ein Glück, dass du zugebaut hast. Ich baue auch gleich wieder zu. So. Ja, theoretisch kannst du ja, wenn du möchtest, ja schon mal... ich gehe nicht alleine rein. Mit Lava betreiben, also mit... Ich gehe nicht alleine rein. Mit Lava aus unserer Welt, meine ich. Ja, dann mache ich das. Wenn du möchtest, wenn du da runtergehen willst. Gerne. Kannst du auch eine Sackmill machen, wenn du willst. Mach ich auch noch. Ich geh jetzt Kondo, jetzt weißt du ja, wie gehen. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte den Enchanting Table. Ich will jetzt erstmal alle Maschinen machen, die wir brauchen, um Inner Pelz herzustellen. Dann ist es okay. Dann hast du das. Die Bücher? Nein, die habe ich in die Kiste getan. Okay. In welche Kiste? Die kleine. Achso. Alles Zombies. Klar. So, dann machen wir hier schnell. Oh, ein rotes Herz. Ich brauche dafür eine Feder, ne? Ja. Herzlich willkommen, meine Freunde. Wir werden die nächsten 20 Folgen damit verbringen, eine Feder zu finden. Da ist nämlich auf dieser ganzen Welt kein einziges Huhn mehr gibt. Warum auch immer, es gibt einfach keine Hühner. Es ist ein Mysterium. Durch die Pumpe einfach. Viele denken, es liegt an Andreas Keeling. Viele denken aber auch, es liegt an Spielen. Ein Spieler, ein Player, an Erzähler, nee, an Sprecher. Ja, wie soll ich jetzt einen Huhn finden? Ja, keine Ahnung. Toll! Sanktes. Super! Geilo, wir finden kein Huhn. Super! Geil! Es ist eigentlich egal, ob der mit Lava in Verbindung geht oder nicht, oder? Ja. Also muss da ein Lava-Block unter dem sein? Nee, ne? Was? Weil ich habe das jetzt einfach hier hingemacht, da wo ich schon was abgepumpt hatte. Da fließt, also der ist jetzt in Lava drin, aber die ist nicht still. Wer, der Generator? Nein, der Pumpe. Du hast es ausgefahren, aber es wird nichts reingepackt in den Tank. Und du musst da eine Pipe noch dran. Hat die Pumpe Energie? Stimmt, das fehlt. Bitte? Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Brauche ich erst einen Lava-Eimer. Du hast hier einmal. Bei Marcel sieht man jetzt dieses Prinzip der Selbstversorgung ein bisschen früher als bei mir, aber das macht jetzt mal nichts. Ja, ich muss doch erst dem Lava-Eimer geben, damit er schon mal anfängt und dann kann die anfangen, ne? Ja, und dann musst du halt eine Pipe machen, dass die Pumpe den Generator versorgt und der Generator... Wieso, ich kann das einfach neben dran stellen, oder? Ne, das geht dann nicht von alleine rein. Ja, toll, ja. Ich glaube, die Pumpe gibt auch nichts in den Tank ab, weil die nicht nichts rausdrückt, sozusagen. Was irgendwie komisch ist, dass eine Pumpe nichts rausdrückt.
Aber also naja. Jetzt einfach Ender-IO-Pipes, die kann ich doch gar nicht. Doch, doch, die gehen, du kannst sogar da schon. Naja, die relativ guten glaube ich nicht. Ja, also die mittleren. Aber du kannst schon mal die ganz schlechten machen, die sind eigentlich ganz einfach. Ja. Da hinten sind zwei Hühner. Das wären welche? Ich hab Federn bekommen, unfassbar. Reed Conduit. 50 MB, sind das die? Ja, das sind die kleinen. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt das? Da brauche ich doch. Ach nee. Gravel, Sand, Clay. Geh doch. Haben wir doch. Natürlich. Hier haben wir Gravel. Da haben wir Sand. Und Lehm. Ich habe Lehm abgebaut, tonnenweise. Da haben wir Lehm, ja, okay. Haben wir. Ich habe es extra mitgenommen. Mann, kannst du mal langsam mal hier dein Zeug zusammenbauen? Ja, ich habe Federn gebraucht. Ja. Ich habe jetzt zwei Stück gefunden. Und das war... Nein, mach das nicht. Die muss brennen, naja. Oh, da muss man Kohle wieder rein. Warum? Was? Ich lauf und dann ist einfach ein Loch und ich fall runter in Lava. Sinnlos. Komplett sinnlos. Nein. Es musste einfach kommen. Ich bin froh, dass es die Grabsteine gibt. Habe ich dir schon mal gesagt? Ja, ich hoffe mal, dass die in Lava auch funktionieren. Ich war ja nicht in Lava. Ich habe mich extra noch weggegraben. Dann ist okay. Aber wie komme ich denn da jetzt da dran? Ich da hingraben? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, ich brauche eine Spitzhacke dafür. Das war unnötig. Das war unnötig. Ich konnte ja nicht mal sehen. Ein Meer? Achso, ja, dann ist das geil. Okay. Das war so wie bei dir, Marcel, wie du in die Schlucht gefallen bist. Aber dass ja, da Lava war, gesehen. Das war lächerlich. Ja. Dass da jetzt Lava war, das war... Und ist mir unverständlich, warum da jetzt Lava sein musste. Das ist einfach dieses Glück, was nur ich habe. Wie, ich brauche da Quarz? Nee, was für ein Glas brauche ich da? Quarzglas. Ja. Wie krieg ich denn das, außer im Alloy-Smelter? Mal neue Smelter. Toll. Muss ein ja, Holz. Jetzt? Wie mache ich das jetzt? Was denn? Ich brauche mal. Ja gut, ich weiß, wie es mache. Ich brauche Glas. Alloy Smelter Glas. Gib mir mal einmal, ey. Was hier wieder gebunkert. Einmal. Hallo? Willst du wirklich die Eimer haben? Dann ja. Musst du meinen Grabstein looten. Ja, was machst du denn? Wo bist du gestorben? Ich brauche eine Spitzhacke, um mich dahin zu graben. Ach Mann, dann gehen da die hier. Sagst das nicht? Hatte ich auch noch aus Eisen. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Steine sind hier tausende drin. Toll, jetzt kann ich nicht weitermachen, weil du die Eimer hast. Ja, beschwör dich bei dem Spiel. Das war so wie bei dir bei der Schlucht. War das alles selbe. Ich bin einfach gelaufen und da war auf einmal ein Loch. Und genau in dieses Loch bin ich reingesprungen. So. Solange wie er nicht kommt. Ich meine, ich muss warten. Kann nicht sein. Ja, meinst du, mir passt das jetzt? Mich fuckt das jetzt ganz genauso ab. Das war, ja, dass du die Eimer gebunkert hast. Ey. Ja, was denn? Ich habe halt die Eimer gehabt vorher. Gebunkert, so als würde ich die nie wieder hergeben wollen. Du brauchst sie ja nicht mal. Ah, egal, mach mal ein bisschen Eisen. Das ist doch blöd, ey. Ich will nur Lava haben. Da, guck. Hier ist einfach so ein Drecksloch mit Lava drinnen. Einfach so ein Drecksloch. So ein sinnloses Drecksloch. Brauche ich. Ah, dann kann ich ja schon mal runtergehen. Ich muss sowieso runtergehen. Dann kannst du mal Lava mitnehmen. Ein unnötiges Drecksloch, kannst was du Lava kein mitnehmen? Mensch braucht, ey. Ich hoffe, hier noch ein paar Mal. Ja, runter. Einen Block kann ich mitnehmen. Es reicht erstmal. Ich muss mich erstmal rausbauen. Mit. Nur ein Block Lava ist da. Ja, das läuft ja da unten durch die Gegend, deswegen bin ich ja gestorben. Achso. Ja, dann nimm den Block mit.
Hol ich das ganze Zeug hier nochmal ab. Jetzt wird's auch noch Nacht. Geil, jetzt spawnen gleich wieder 10 Millionen Monster, schlagen mich kaputt. Machen wir dann. Ja, ein Zombie höre ich schon. Nein, steht nicht. Ich bin froh, wenn ich eine, keine Ahnung, halbwegs gute Rüstung habe. Ein Schwert reicht. Ja, oder einfach ein Schwert, was one-hittet. Ein Ender. Ich will mir sowieso, entweder mache ich mir den Cleaver wieder oder diesen anderen, diesen Rapier, der einfach alles niedersticht. Ich glaube, ich mache mir sogar beide, weil warum nicht, ne? Wenn die Smelterie mal steht, können wir ja eh alles machen, dann benutzen wir die auch mal ausführlich. Sonst stellen wir die da wieder hin und alles kaputt. Nur wegen einer Feder. Das ist dann ganz. Ja, ich komm, ich bin unterwegs. Ich renn schon. Guck mal, wie schnell das ich renne. Tu mal Lava rein. Danke. Wenn man das da nicht machst. Dann kriege ich nämlich nichts. So, Buch oben. Gold in jede Ecke. Zack, also, zack. Dann hole ich das Lava von unten hoch. Ich kann jetzt hier noch ein paar Mal hoch. Weil dann muss ich nämlich erstmal keine. Die Tanks nicht befüllen, das machen wir im Nether dann, das ist besser. Wo ist denn der Enchanting Table? Den hab ich. Gut, ich dachte nämlich, der ist weg. Und die Enderperle, die Enderauge. Ach. Ja, ich hab alles. Ich musste halt rausnehmen, weil. Und das eine Obsidian brauchen wir noch. Habe ich alles. Und dann läuft's, dann kriegen wir endlich die ersten Automatisierungen hin. Meine Güte, nach 100.000 Stunden, weil das Spiel mal wieder sinnlos war. Aber so gesehen ist eine Ender-Query eigentlich recht einfach. Nicht mehr, wir haben sie ja gleich. Ich meine, ich bin jetzt in der 6. Folge? 7.? 6. Folge. Ja, das Spawn geht eigentlich auch relativ zügig. Wir haben dann zwei Spawner. Ja, wir machen einmal den Zombie-Spawner hin und einmal den Ding-Spawner. Dann läuft es eigentlich. Vor allem die Netherwarts. Die Netherwarts, die müssen wir sichern. Die müssen unbedingt safe sein. Die können gleich in eine Obsidian-Chest, dass die nicht explodieren können. Das sind die wichtigsten Sachen auf der ganzen Welt überhaupt. Also, nee, das. Läuft's? Oh. Du kannst auch normales Glas machen, ne? Nein, es funktioniert nicht, Kevin. Wie? Und noch? Wieso funktioniert normales Glas nicht? Weil es nicht geht. Oder habe ich noch was vergessen? Zeig dir mal, wie normales Glas geht. So geht normales Glas. Mach mir da bitte jetzt nicht normales Glas draus. Mach nicht normales Glas draus. Ich wollte nur zeigen, dass es geht. Ich mach's aber nicht. Ich brauch das nicht. Kann ich später auch noch herstellen. Advanced Enchanting Table, so, endlich. Ich hält das auch jetzt nicht auf. Jetzt brauche ich noch Level 7, ey. Egal, geh mal kurz runter, schlagen was kaputt und dann passt es schon. So, ich bin jetzt soweit fertig. So, hab ich jetzt, ja genau, jetzt habe ich alles. Eieiei, Karamba, meine Freunde. Mach ich jetzt noch eine Sackmill. So, ich würde sagen, wir gehen dann mal irgendwo an eine Stelle, wo wir gut anzapfen können. Ich habe natürlich keine Blöcke dabei. Geil. Sonst schleppe ich doch auch immer Tonnen Cobblestone rum. Wenn nichts mehr braucht, dann mache ich's natürlich nicht. Ja, so ist das halt. Bin ich gerade bekloppt oder so? Ja. Ja, bin ich. Okay. Was war das denn jetzt wieder? Was war das denn jetzt wieder? Sorry. Das ist ein Teller mit Gabel. Falsch, das muss dahin. Ah, ich bin so bekloppt, ey. So. Ich hasse diesen Scheiß in unserem Scheiß da. Scheiße und Scheiß.
Mach die scheiß Blumen weg. Ich will da rein nie wieder Blumen sehen. Auch keine Federn und keine Tintensäcke und dein Glas kommt da in die Kiste. So. So, haben wir noch ein Pisch. Dann hast du hier übrigens noch Conduit-Binder. Schön Ding. Wo? Ja. In der Kiste hier oben. Und da ist eine scheiß Werkbank, die stelle ich einfach dahin, dass sie weg ist. So, und jetzt ergibt mir ein paar Stacks Cobblestone, dann baue ich unten schon mal die Zapfanlage an. Holz. Bin ich wieder blind? Hast du zwei Pumpen gemacht oder nur eine? Nur eine. Ja, können ja später nur eine machen. Für den Anfang läuft ja eine ganz gut. Ich hoffe, wir haben noch... Noch genug Flint. Wie kann Eisen...